Ich habe also meinen lustigen Schirmchendrink getrunken auf dem Sonnendeck, als ich ein komisches Geräusch von laufendem Wasser gehört habe. Also habe ich mich umgeguckt nach der Quelle. Und dann ist mir aufgefallen, das Wasser kam aus mir. Du hast geträumt, du hast ein Leck und läufst aus? Diese Probleme haben mich bis... Eigentlich sollte das erst bei der Menopause passieren, Mädel. Oder was ist dann passiert? Oder ich möchte nicht mehr davon hören. Was ist dann passiert? Also sitze ich da und fühle mich total beschämt vor der ganzen Crew und so. Und ich versuche meine Lady, meine intimsten Teile mit einem Handtuch zu verdecken. Aber an diesem Punkt flutscht es quasi aus mir heraus. Es strömt, es in Sturzbächen. Es ist nicht so, als würde dieses eine Handtuch irgendwas bewirken. Also ich sitze da und lache ganz, ganz angewidert und peinlich berührt. Und dann höre ich ein Geräusch. Wie ein Korken, der aus einer Champagnerflasche ploppt. Und dann gucke ich nach unten zwischen meine Beine und sehe einen kleinen, voll angezogenen Mann, der aus mir herausschießt und auf das Deck fällt. Also einige Leute von die herumstanden haben ihm dann aufgeholfen und ich wollte sehen, wer es ist. Und du glaubst es nicht, es ist der Hausmeister von letzter Nacht gewesen. Also steht er auf, macht so ein bisschen Wasser von seinem Klamotten ab, guckt in meine Intimzone, in meine Mumu und sagt, das ist die interessanteste Art, irgendwo hereinzugehen heutzutage. Ich habe schon mal einen Hinweis in mein Journal geschrieben. Das ist ein komisches Ding, was man sagt, wenn man geboren ist. Und was heißt Eingang? Also, wollte er vielleicht irgendwann zurück? Ich weiß nicht. Also, sie ist jetzt nicht mein persönlicher Favorit, was Optik angeht, aber vielleicht gibt es ja den... Vielleicht will der Caretaker ja irgendwie mit ihr anbandeln, schnackseln und so. Ich weiß nicht. Wobei, klingt irgendwie, als wenn der Caretaker ziemlich einen Eindruck auf dich gemacht hat. Ich glaube, das hat er letzte Nacht, aber das zu träumen... Ja, ich kann verstehen, warum dich das irgendwie verwirrt, ihn danach zu sehen, nachdem er aus deiner Mumu geschlüpft ist und sagte, er möchte zurück. Ich werde drüber hinwegkommen, ich brauche nur ein klein wenig mehr Zeit. Apropos, ich möchte nochmal mit dir quatschen. Möchtest du noch irgendetwas? Erzähl mir nochmal von deinem Traum. So, okay. Bla bla bla, la la la, la la la. Ja, running water. What happened then? Bla bla bla, bla bla bla. Ja, ja, und so weiter und so weiter. Und was passierte dann? Dann bin ich aufgewacht. Okay. Er klingt wie ein Professor. Mehr als ein Hausmeister. Ja, das ist auch etwas, was ihn so trocken akademisch macht. Er ist einfach nur alt, Alicia. Die sind alle ein bisschen trocken. Ja. So, das hatten wir. Sounds like... Genau. Weird after all, little time. Okay, gut. Dann haben wir mit ihr eigentlich über alles geredet, außer diese Note. So, was glaubst du über diese... ich zeige ihr den Zettel mal. So, sie guckte den an. Ich glaube, das ist ein Verarsch. Es klingt zu gut, um wahr zu sein. Ansonsten ist es wie, als würdest du in einem, ist etwas, als würdest du es in einem Krimi gelesen haben. Also, wahrscheinlich hat uns der letzte Nachbar ein Geschenk unter den Floorboards hinterlassen und wollte uns einfach nur ein wenig verarschen, bevor wir es finden. Also, glaubst du nicht, dass irgendjemand, der diesen Zettel versucht hat zu zerstören, vielleicht ablenken wollte von irgendwas? Nein, ich glaube, der hat einfach nur das gemacht, damit es ein bisschen mysteriöser wirkt. Er wollte sicherstellen, dass wir die wichtigsten Sachen immer noch lesen können. Also entweder so oder anders, aber ich glaube, wir sollten was unter diesen Floorboards im Schlafzimmer ist, sollten wir checken. Okay, mach das, Honey. Ach so, ich dachte, ich bin ja auch blöd, nicht hinter dem Lichtschalter, unter den Bodendielen. Floorboards, ich bin ja auch ein Idiot. So, gucken wir mal, gibt es hier irgendwo Floorboards, die lose sind? Nö, Examine Box, Examine Boxes, Examine Box.
Hm. Examine Lamp. Wir können hier ja irgendwie nicht... Da! Da ist sie! Haha! The board is nailed. Oh, natürlich, ist festgenagelt. Mit bloßer Hand kriege ich das nicht ab. Versuchen wir es mit dem Schlüssel. Nee, der Schlüssel ist zu kurz. Es gibt nicht genügend Hebelwirkung. Wir brauchen also irgendeine Brechstange oder sowas. Können wir die Gitarre mitnehmen? Nein, Quatsch. Ja, eine Erinnerung an gute alte Zeiten. Ja, dann gehen wir doch erstmal raus und gucken, was die Möbeljungs machen. Oh, ich sollte, bevor ich mir hier die Ohrenstöpsel reintue... Okay, Autosaving. Was haben wir denn hier? Ein schöner Hallway. Mal sehen, mit einem Fahrstuhl. Call Elevator. Rufen wir den nochmal. Oh, da oben. Cool, es bewegt sich. Zack. Okay. Ah, ich habe mir schon gedacht, dass das passieren würde. Sie sind einer der neuen Mieter, richtig? Ja, das stimmt. Mein Name ist Victor Neff. Ich und meine Frau, beziehungsweise meine Frau und ich, sind gerade eingezogen, gegenüber von Ihnen. Oh, na dann, willkommen, junger Mann. Ich bin Edie Jones. Ich bin der, Älteste, der dieses Haus bewohnt. Hm, wir haben irgendwie ein Problem mit dem Fahrstuhl. Naja, die Tür blockiert hin und wieder. Sie sollten, oder du solltest vielleicht ein bisschen, Schmierzeugs bei dir haben. Etwas Schmieriges, um die, um die Scharniere zu ölen. Ich leihe dir ein wenig Butter, aber ich würde dir ein wenig Butter leihen. Aber ich habe leider keine mehr. Ich habe sie für andere Dinge gebraucht, die nicht mit Brot zu tun haben. Naja, das ist okay. Ich werde schon irgendwas finden. Leben Sie hier alleine? Ja, das tue ich. Nur ich und meine Erinnerungen. Ich hatte mal eine Ehefrau. Aber... nee, Moment, ich hatte mal ein... Moment, ist das eine Frau? Sorry. Ich hatte mal einen Ehemann, aber er hat den Weg aller Männer, aller sterblichen Männer genommen. Oh, das tut mir natürlich leid. Das sollte es nicht. Ich habe mich sowieso nicht um ihn gekümmert. Es war der einzige Raum, die... Was? Er hatte nur Raum für eine Frau in seinem Leben. Und die war nicht ich. Weißt du, wenn du weißt, was ich meine. Und du sagtest, dein Name ist Victor Neff. Wie der Schauspieler. Ja genau, natürlich wie der Schauspieler. Aber er lebte ein klein wenig vor meiner Zeit. Oh, dann sind sie vielleicht verwandt mit ihm. Nein, tut mir leid. Absolut nicht. Ich habe noch nie irgendeinen seiner Filme gesehen, um ehrlich zu sein. Ah, verpassen sie aber einiges. Er hatte ein Hau dafür, Brutalos zu spielen. Er war ein Boxer, sehen Sie, bevor er anfing, Schauspieler zu werden. Dann scheinen wir einzig und allein mit unserem Namen Ähnlichkeiten zueinander zu haben. Sie sehen aus wie ein so netter junger Mann. Anders als dieser Hausmeister hier. Mr. Morton? Ja, genau, den meine ich. Warum mögen Sie ihn nicht? Was ist denn mit ihm los? Er scheint sich nicht wirklich um das Haus zu kümmern. Sie mögen ihn nicht? Na, wie sollte ich? Er hat mich versucht zu beschuldigen, als sein Vater gestorben ist. Glücklicherweise habe ich Verbindung mit den, Vermieterverein in dieser Stadt. Was wissen Sie über ihn? Ich weiß genauso viel über ihn, wie mich interessiert. Nämlich gar nichts. Ich habe hier lang genug gelebt, um ihn aufwachsen zu sehen. Ich kannte seinen Vater sehr gut. Sein Vater war vorher der Hausmeister, bevor der kleine Felix, ein wundervoller Mann, dieser Vater. Aber, der Apfel fiel nicht, andersrum. Leider fiel der Apfel sehr weit vom Stamm ab, in seinem Fall. Das heißt, er ist ein Flegel, ein Rowdy, ein Penner, ein... Ich kann ihn nicht leiden, ich hasse ihn. Aber wenn Sie mich jetzt entschuldigen müssen, ich glaube, ich bin ein klein wenig unhöflich zu meinen Gästen. Wir spielen hier etwas Bridge zwischen unter uns drei. Obwohl, eigentlich ist es nicht wirklich Bridge, wenn man nur zu dritt ist.
dann sehen wir uns vielleicht später, Mrs. Jones. Nennen Sie mich einfach Edie. Das tut jeder hier. Dann auf Wiedersehen, Edie. Machen Sie's gut, Liebling, Schatzi oder wie auch immer. Sorry, falsch. Nein, nicht Schatz. So, Nachbar. Ja. Tschaußen. Okay, das heißt also, um den Fahrstuhl zu benutzen, müssen wir da ein bisschen Babyöl reinschmieren. So, Fahrstuhl offen. Aber gucken wir erstmal diese Tür an. Die sieht doch verdächtig aus. So eine abgesperrte Tür. Ah, die Treppen sind versiegelt. Tja, wenn ich mir das das Flatterband hier so angucke, dann würde ich sagen, die Treppen sind gefährlich. Okay, open door, das ist wahrscheinlich mein Apartment. Open right door, examine box, was für eine Box ist das denn? Ich glaube, diese Box enthält Feuer, Fire Equipment, also irgendwas für Feuer und so. Die Tür ist verschlossen. Oh, ich klingel mal. Mal sehen. Das müsste doch unser Haus sein, oder? Jetzt müsste doch eigentlich meine Frau kommen und die Tür öffnen. Hallo? Okay, gut. Unsere Frau hat keinen Bock. Die ist mit dem Abwaschen beschäftigt. Dann benutzen wir einfach mal... Moment. Das mit Bridge? Ich klingel einfach mal. Oh, hallo, Mr. Neff. Ich hoffe, ich störe Sie nicht. Natürlich nicht. Ich habe nur ein paar Freunde, um Bridge zu spielen, aber sie sind genauso schnell wie Gletscher. Sie würden es gar nicht bemerken, wenn ich einfach für ein paar Minuten verschwinde. Oh hier, die Apartments sind toll, aber diese alten Häuser sind ein bisschen gruselig. Naja, was haben Sie eigentlich erwartet von einem Haus, das auf einem indischen Friedhof gebaut wurde? WTF, was? Ach, ich verarsche Sie nur, Junge. Ist natürlich auf hartem Stein gebaut, auf Grundgestein, so hart wie es nur sein kann. Sie könnten niemals jemanden dort vergraben, es sei denn, sie überrollen ihn mit einer Dampfwalze. Okay, sie leben hier also selber? Ich und meine Erinnerungen, ja, husband around, oh, tut mir leid, und so weiter und so weiter, das hatten wir schon. Ah, das ist alles. Bis dann, Edie. Tschüssi. Zock. So, benutzen wir den Fahrstuhl. Gucken wir mal, wir können in den Keyhole... Access to the Basement. Wir brauchen einen Schlüssel, um in das Basement zu kommen. Können wir mit dem Schlüssel da rein? Das ist nicht der richtige Schlüssel. Floor 1, Floor 2, Floor 3. Wir sind in Floor 2. Übrigens, nur hier in Deutschland kennt man das Erdgeschoss. Und ich glaube, in Frankreich kennt man das auch. In anderen Ländern, zum Beispiel in Amerika, gibt es kein Erdgeschoss. Das heißt, der erste Stock ist automatisch das Erdgeschoss. Wir wohnen also... Hierzulande würden wir im ersten Geschoss wohnen. Anderswo, zweiter Stock. Wir können mal in den dritten Stock fahren, einfach nur, weil es einen gibt. Cool, sogar die kleine Nadel verschiebt sich. Dritter Stock, da ist ein Mob. Ein Mob. Doorbell. Ein Mob. Oh, schade, den Mob können wir nicht nehmen. Können wir die Tür öffnen? Nö, ist locked. Box, Fire Equipment. Können wir hier klingeln? Das wäre nicht sehr höflich. Ich möchte unseren neuen Nachbarn nicht verärgern. Dann klingeln wir mal hier. Ich brauche ein wenig Zucker. Left Door, mal sehen. Ah, natürlich auch. Ja, genau. Hier kommen wir auch nicht rein. Nö, das wäre nicht sehr höflich. Naja gut, dann fahren wir ins Erdgeschoss. Zack. Tür zu. Okay. Das ist blöd. Hier hat sich das Spiel scheinbar gerade aufgehängt. Keine Rückmeldung. Ein kurzer Schnitt und wir sind gleich wieder da.